So. Hi. So. Da kann ich mir ja selber wehtun, alles klar. So, ja, holen wir uns ein bisschen Leben dazu. Okay, haben wir schon voll. Was haben wir da? Sieht nach Haferschleim aus. In einer grünen Tupperdose an der Wand. Was haben wir hier noch? Da haben wir auch noch Leben drin. Ah, warte mal. Wir könnten ja hier unsere Tritonmuschel auffüllen. Komm, hier. Einmal einsaugen. Danke. So, den Laser wieder ausfüllen. Ausfüllen. Ausrüsten. So. Hallo? Ah, ich habe eine Vermutung. Weil sie ist ja alles, was außerhalb der Reichweite meines Balls ist. Kann ich euch abschießen? Ja, kann ich. So. Und dann muss ich wahrscheinlich auch die Dingens hier aktivieren. Erwische ich mich? Ja! Sind die Türen offen? Nein, es ist wieder zu. Muss halt das Würstchen jetzt hier noch wegkommen. Und gucken, dass die Dingens hier so bleiben, die Hebel, so wie sie sind. Dass man da auch dann durchkommen. So, genau. Nein, verdammt. Nochmal. Du musst runter. Zack. Wie, warum ist das... Habe ich den anderen dahinter? Da hinten ist wahrscheinlich noch ein vierter, oder? Ja, so schaut das doch gut aus. Das ist ein guter Laser. Der verbraucht auch kein Mana, wie es ausschaut. Das ist doch schon mal sehr, sehr praktisch. So, was haben wir hier? Ah, wir sind durch. Alles klar? Alles klar. Bisschen umschauen mal. Da haben wir Zeppelin oder sowas. Da haben wir eine Wache. Schlecht gezielt. Ach, komm. Hier mit X. Und jetzt einfach hauen. Hau ihn, hau ihn, hau ihn. Man muss ja sagen, wenn man im Nahkampf ist, dann haben die teilweise echt nicht die Zeit dann dafür, hier groß ihre Waffen zu ziehen. So, jetzt schauen wir auf das Schild, dann haben wir nämlich einen besseren Überblick. Sie sind am Hafen der Bifiden. So, am Hafen der Bifiden. Warte mal, mussten wir nicht zum Aufzug? So, ich habe jetzt halt keine Ahnung. Jetzt schauen wir uns hier erstmal um. Vielleicht droppt hier irgendwo noch was Schönes. Das sieht nach Kran aus oder so. Hallo? Kann ich hier was machen? Nö, schaut nicht so aus. Haben wir nochmal Leben. Das Zeppelin schaut aber geil aus, oder was auch immer das dann sein soll. So richtig sportlich. Was hinten so mit den schwarz-gelben Flügelklappen-Dings da. Und schon eine coole Sache. So, vorne haben wir eine Wache. Die hauen wir jetzt auch mal weg. So, dass wir einfach hier unsere Ruhe haben und so. So, wir laufen jetzt hier ein Stück nach vorne, zielen und... Ah, guck mal, da hinten ist sie. So, verfehlt ich das? Nein, voll verfehlt, voll verfehlt. Und so? Auch verfehlt, nein! Ja, so erwische ich dich. Ja, so ist gut. Schön stillhalten. Nein, jetzt erwischt er mich. So, auch gut. Okay, was haben wir hier? Zack. Das schaut nach Öl aus, oder? Ui, jo. Okay, und jetzt? Jetzt weiß ich auch nicht. Bringt uns hier gerade gar nichts. So, erstmal sportlich, dass wir ein bisschen schneller laufen können. Ja, toll. Und nun? Was kann ich jetzt hier machen? Kann ich hier noch irgendwas verwenden? Ah, warte mal, hier, da vorne. Das ist ein Steg. Jetzt, den habe ich vorhin überhaupt nicht gesehen. Kann ich damit auf das Schiff? Ohne abzusaufen. Ja, wir kommen da drauf. Das schaut aber schon ein bisschen klapperig aus, das Teil. So, piep, piep, piep. Einmal rückwärts ausparken, umdrehen und dann los geht's. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Aufzug. Schätze ich mal. Los geht's, komm, gib Gas. Ja, schaut gut aus. Ja,
Jetzt muss man mal gucken. Ja, das schaut doch nach was aus. Was steht denn da für ein Viech? Schaut aus wie so ein langhälsischer Gorilla in grün. Nee. Der hat zwei Armpaare, also vier Arme. Okay, das ist jetzt auch etwas strange. Ja, der schaut echt strange aus. Vermut mal nicht, dass der mir freundlich gesinnt ist, oder? Aber wir gucken einfach mal. Hi. Kann ich mit dir reden? Ah, da bist du ja endlich. Ich hatte mich schon langsam gefragt, ob ich dich heute wohl noch zu Gesicht bekommen würde. Aber wer sind Sie denn? Ich bin schließlich Söldner, mein Junge. Und zwar einer, der von Dark Monk dafür bezahlt wird, dich zu beseitigen. Ich weiß ja nicht warum, aber er hat ungeheuer Angst vor dir. Komisch. So furchterregend finde ich dich wirklich nicht. Alles klar. Woher wussten Sie, dass ich hierher kommen würde? Du bist ja auch schließlich ungefähr so diskret wie ein Gasmonster, mein Junge. Als du mit Johnny Rocket Kontakt aufgenommen hast, waren meine Söldner dabei. Seither sind wir dir gefolgt. Ich wusste, dass du in das Gebiet unter der Gaswolke wolltest. Also habe ich beschlossen, hier auf dich zu warten. Aber genug geredet. Mach dich für deinen Trip in die ewigen Jagdgründe bereit. So, okay, alles klar. Dann muss ich zurücktöten. Was machst du da? Der schmeißt hier gleich Kisten nach mir. Ja, gehst du weg, gehst du weg, gehst du weg, gehst du weg. Nicht so nah hin. Oh, der schmeißt noch mehr. Oh, das tut echt weh. Nein, nicht klein machen, nein! Gut. Ist er auch irgendwann mal kaputt? Wie viel Leben haben wir denn noch? Nicht mehr so viel. Ja, stimmt. Ich habe ja noch einen Schutzzauber. Den schalten wir jetzt immer wieder ein, wenn dann die Kiste kommt. So. Ganz kurz noch. So, zack. Jo, da war der Super-Söldner schon wieder weg. So. Den Laser lassen wir gleich bei der Hand. So kommen wir jetzt wahrscheinlich da hoch. Hoffentlich ohne irgendwo runterzufallen. Okay, da brauchen wir mal hochhüpfen. Hi hopp. Aha, so geht's da also runter. What the? Alles klar, das geht ja gar nicht. Das geht ja sowas von überhaupt nicht. Naja, komm, ist wurscht, egal. Wir kriegen das auf die Reihe. Wir sind nämlich cool, wir sind Twinsen, wir sind hier. Yo. So, was haben wir hier drin? Ein bisschen Leben, das wird nicht schaden. Wir haben jetzt noch 4 Kleeblätter, ausreichend Mana. Bisschen was vom Dingenskirchen hier. Vom Leben. Mann. War schon etwas doof. So, pass mal auf. Wir rüsten jetzt hier den Ball aus. Weil dann können wir hier wahrscheinlich hier schön über die Mauer drüber werfen. Halt nicht bücken, werfen. Ja! Das schaut doch nach was aus. Kann ich damit jetzt hier die Dinger abschalten? Okay, ich muss wahrscheinlich erst hier dich erwischen. Ja, guck mal, so erwische ich dich. Na toll. Da war er weg. Gut, wir warten schnell, bis er wieder da ist. Weil dann können wir, glaube ich, die Hebel benutzen, dass wir hier reinkommen. Und da oben schaut es auch aus, als würden da Papiere liegen. Also ja, ganz oben mittig hier. So, zack. Zack. Nein, bleibst du da, du Dummer. Nein, das war... Ich wollte doch nicht gleich nochmal schmeißen. Egal. So, jetzt ist er wieder oben. Dann setzen wir jetzt hier schon mal an. Und haben vorbeigeworfen. Ja. So. Nein! Mann, alles klar. Das ist halt echt doof, wenn wir hier so warten müssen. Aber okay. So, jetzt er ist wieder oben. Zack. Und da ist er kaputt.
Kann ich eigentlich auch andere Sachen einsammeln? Nö. Also nur Schlüssel oder sowas. Das war schlecht gezielt. War auch schlecht gezielt. Das war eins zu weit links, zu weit rechts. Hallo. Mann, ich bin echt so blöd, diese Hebel da zu treffen. Kann das sein? Jawohl. Na gut, den brauche ich jetzt gar nicht mehr so treffen. Ich kann nämlich hier einfach durchlaufen. So. Jetzt kann man hier nämlich gucken. Dann kann ich das hier auch abschalten. Zack. Und was haben wir hier? Da haben wir ja gar nichts. Das ist ja blöd. Und ich dachte jetzt hier, da gibt es jetzt super die Geheiminformationen hier. Keine Ahnung, sowas wie, ja, geh nach Osten, dass du nach Westen sehen kannst. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, alles klar, wir gehen jetzt einfach da mal raus. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich rüste jetzt erst nochmal hier gleich den Laser aus. Einfach nur zur Sicherheit. So. Hi. Na, guck mal, da stehen zwei Wachen. Euch erwische ich doch. Oder auch nicht. So. Oh, da kommt ein Panzer. Okay, ich renne einfach mal weg. Ja, ich kann vorbeilaufen. Hahaha. Tschüss. Kommt ihr nach? Nö, kommt ihr nicht. So. Alles klar. Gut, okay, alles klar. So. Gehen wir jetzt links um das Haus drumherum oder gehen wir mitten durchs Haus? Gucke. Ah, guck mal, das ist jetzt die Welt unter der Gaswolke. Hubla, das war ein bisschen fix. Wir sind jetzt hier. Alles klar. Wir können also jetzt hier um das Haus drumrum. Da führt da unten ein Weg entlang. Und dann haben wir da unten links was. Und da oben haben wir was. Das scheint die Insel der Bleichlinge zu sein. Alles klar, da ist eine Wache. So. Na, guck mal an, hier sind, da sind die oberen Inseln alle. Also im Endeffekt ist das einfach nur hier unten drunter. So, was hatten wir noch? Da war hier noch was. Hier, genau. Die Insel der Moskibinos. Ansonsten hatten wir hier nichts mehr, ne? Genau, da kamen wir aber auch nicht hin mit der Karte. So. Ich renne jetzt hier einfach mal ganz wild durch, sobald der sich wegdreht. Genau, so. Zack. Weil dann kann der nämlich schießen, ohne dass er mich erwischt. Hahaha. So, und zwar, ich habe vor, hier erstmal nach unten links in den Bereich dazu gehen. Uha, man muss auch mal gucken, wo man hinläuft. Ich finde das ganz praktisch, da kann man hier einfach dran vorbeilaufen, weil die sind echt zu blöd zum Zielen. Sagte er und wurde wahrscheinlich gleich in den Rücken getroffen. So, hey hopp. So, was haben wir hier? Da haben wir einen kleinen Tempel. Machen wir da? Hallo? Ich sehe nichts. Also das hier unten schaut so ein bisschen aus wie eine Gondelanlegestelle. Da haben wir auch eine Laterne. Muss ich dich einschalten, dass man hier uns findet? Ja, komm, geh mal runter. So, hier, was? Laterne einschalten? Ja? Nein? Nein. Offensichtlich nicht. Gut, dann gehen wir mal zu dem anderen Haus. Muss auch mal hier ein bisschen im Uhr gucken. Nicht, dass da hier vielleicht irgendwo Dingens liegen. So kleine Kleeblattcontainer oder sowas. Wäre nämlich auch eine feine Sache. So, wer bist du? Freund oder Feind? Ich vermute jetzt mal Freund. Hallo, bleib mal stehen. Ich will mit dir reden. Ja, genau. So, hi. Wer bist du? Wissen Sie, wo ich die Moskibinos finden kann? Ach, die leben nicht hier auf der Insel. Dazu müssen Sie an den Landesteg gehen und den Fährmann rufen. Ich habe ihn zwar noch nie gesehen, aber angeblich gibt es ihn wirklich. Fragen Sie doch den Mönch, er wird bestimmt die Antwort wissen. Okay, und wo finde ich den Mönch? So, wer bist du? Na, guck mal, da unten ist ein Frosch. Hi. Hallo. Der Mönch hat mich aus dem Chor geworfen. Das ist nicht fair. Ich hatte gar nichts getan. Also habe ich den Schlüssel zur Kapelle geklaut, ihn eingeschlossen und ihn meinem alten Vater gegeben. Alles klar. Der Mönch ist also irgendwo noch eingeschlossen. So, was haben wir da unten noch? Also, mal abgesehen von dem Frosch.
ein Scheiß. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch zu dem Frosch will. Komm, der hat uns jetzt ein Kleeblatt gekostet. Wir müssen also kurz springen, also hüpfen und dann gleich wieder abbrechen. Hey, hopp. So. Wehe, du hast keine coolen Informationen für uns. So. Hi. Das war unbefriedigend. Witzig, aber unbefriedigend. Ich hätte gehofft, dass... Ach, Mann. Kriege ich noch mehr? So, kann ich euch wenigstens einsammeln? Wo ist es? Okay, die Dinge ist jetzt dann fast voll. Kleeblatt wäre halt geil, weißt du? Nee, gibt's natürlich nicht. Alles klar, okay, dann hüpfen wir hier wieder zurück. Und ich hatte echt gehofft, dass wir hier irgendwie ein Kleeblatt oder so bekommen. Irgendwie sowas. Alles klar, dann halt nicht. Nur gut, okay. Wurscht. Ich habe jetzt da oben, hatte ich noch vorhin jemanden gesehen. Hier hinter dem Eingang. Oh, hi. Genau. Du Kruschler, du. Guten Tag. Hier kann ich lange nach Juwelen suchen. Hier gibt es keine. Die gibt's nur in der Mine. Auf anderen Inseln sind die aber angeblich leicht zu finden. Alles klar. Alles klar. Wenn es hier keine gibt, warum suchst du dann? Na okay, komm, wurscht. Dann schauen wir jetzt hier einfach mal in das Haus rein, ne? So, zack, normal und reinschauen. So. Hi. Was haben wir denn hier? So. Irgendwo immer in irgendeiner Höhle. Ach, guck mal. Ah, du musst der Alte sein. Hi, kann ich den Schlüssel haben? Guten Tag. Hallo, Junge. Hör mal, wenn du mir ein Stück Kuchen bringst, verrate ich dir ein tolles Geheimnis. Okay, ein tolles Geheimnis für einen Kuchen. So, wo kriegen wir einen Kuchen her? Jetzt mal hier einfach hoch. Was steht hier? Kapelle von Dark Monk. Ah, da müsste Mönch drin sein, weil es hieß ja, der Kleine hat ihn in der Kapelle eingeschlossen. So, wo kommen wir hier hin? Da hinten sind ja Pilze. Das müssen wir uns merken. Die Pilze müssen wir uns merken. Das sind sicherlich geile Sachen drin. Kleeblätter und sowas, weißt du? Alles klar. Dann schauen wir jetzt hier uns nochmal um. Irgendwo müssen wir ja einen Kuchen herkriegen. Hoffe ich doch. Weil der Alte will einen Kuchen. So. Einmal umgedreht und die Leiter runter. So, zack. Was haben wir hier? Hier haben wir auch zwei Ausgänge. Außer wir bleiben natürlich hängen. Ah, hier sind wir an der Ecke. Alles klar. So. Weiß zwar nicht, was uns das bringt, aber ist egal. So, was haben wir hier noch? Guten Tag. Kommen Sie doch herein und teilen Sie unser Mahl mit uns. Okay. Hi, wer bist du? Er nervt mich! Entschuldigung. Und wer bist du? Wissen Sie, wo das Dorf der Moskibinos liegt? Oh, das ist ganz schön weit. Nein, von uns hat noch keiner unsere Insel und die gute alte Mine verlassen. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt noch zu ihr. Hi. Das Essen ist fertig. Gut, dann essen wir mit denen. Wir wollen ja nicht unhöflich sein. Das Essen ist fertig. Du hast gerade ein Stück Kuchen abgestaubt. So leicht ging... Okay. Da sind wir ja leicht an den Kuchen rangekommen. So, sehr schön. Gibt Essen. Und? Wie finden Sie meinen Glühwürmchenkuchen? Glühwürmchen? Oh. Wie unhöflich. Und da ist er wieder wach. Hi. Geht es Ihnen besser?
Also ich muss schon sagen, das ist das erste Mal, dass jemandem mein Kuchen nicht schmeckt. Jetzt haben wir sie aber echt beleidigt. Weißt du, da kommst du rein, kriegst Essen angeboten, teilen sie unser Mahl mit uns und was machen wir? Und wir finden es so schlecht, dass wir in Ohnmacht fallen. Geil. So, Entschuldigung. Hey, hopp, einmal raus. Kann ich jetzt mit dir reden, Kleiner? Möchten Sie noch ein Stückchen Kuchen? Nein. Herzlichen Dank. Okay, was haben wir hier? Huch. Ach, ich dachte, du bist im Käfig. Okay, da passiert nichts. Haben wir hier auf dem Herd stehen? Hi. Gut, das bringt uns nichts, das Leben. Das schaut nach was aus. Du hast gerade einen Bleichlingshandschuh gefunden. Damit kannst du die Feuerkugeln zurückwerfen, mit denen dich deine Feinde beschießen. Oh, das hat doch was. Warte mal, wie rüste ich das aus? Ah, da, hier. So. Yeah. Brauchst auch keinen Mana offensichtlich. Den lassen wir mal ausgerüstet. Da haben wir eine Kiste, da haben wir ein bisschen Mana, bringt uns nichts. Aber da, das sieht nach dem Ball von dem Kleinen aus. Genau. Aber den kann man nicht... Oh! Oh, alles klar. Der Ventilator hat mir gerade hier ein ganzes Kleeblatt abgezogen, weil der hat mich einfach instant getötet. Was ein Scheiß. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, alles klar. Hier, Alter, da hast du deinen Kuchen. Und wehe, das Geheimnis ist es nicht wert. So, wo ist der Kuchen da? Oho, danke, mein Kleiner. Hör zu, irgend so ein Junge hat mir den Schlüssel für die Kapelle gegeben. Hier, nimm ihn. Ich weiß eh nicht, was ich damit anfangen soll. Gut, okay, das ging einfacher als gedacht, an diesen Schlüssel zu kommen. Hm, guck mal mit den Pantoffeln, die der anhat. So, jetzt gehen wir in die Kapelle. Da reden wir mit dem Mönch. Und dann gehen wir hier in die Richtung raus, weil da waren zwei so Pilze und ich hoffe, dass dort Kleeblätter drin sind. Hi. Huch. Ein Kleeblatt. So. Mann, Mann, Mann. Wie soll man denn da durchkommen? Kann ich mich da durchschleichen? Nein, mein Kleeblatt! Na, ach toll, jetzt ist das Kleeblatt weg. So ein... Mann, nein. So, dann hüpfen wir hier einfach mal zügig durch. So, normal. Schutzzauber aus. Oh, hier. Ich hau ich weg. Hau ich... Toll, dich. Du gibst mir natürlich kein Kleeblatt, ne? War ja klar, war ja klar. Warum solltest du auch? Mann, Mann, Mann. Das ärgert mich jetzt irgendwie, dass wir das Kleeblatt nicht erreicht haben. Aber ich habe mich einfach auch dummdusselig angestellt. Yeah. Das schaut mal cool aus. Hi. Hoffentlich haut er mir nicht auf die Goschen. Hi. Ich möchte zu den Moskibinos. Können Sie mir helfen? Ja, aber zunächst muss ich dich warnen, weil du hier fremd bist. Vor langer Zeit verurteilte unser Gott Dark Monk die Völker von Zelig dazu, ewig auf unserem Planeten zu leben, den er in eine Hölle verwandelte. Jedes der vier Völker erhielt ein Fragment eines Schlüssels. Diese Teile müssen regelmäßig bei einer großen Zeremonie zusammengefügt werden. Und wenn unser Volk seine Sünden gebüßt hat, wird uns Dark Monk von dem Fluch erlösen und Zelig sein ursprüngliches Gesicht zurückgeben. Nun ist er zurückgekehrt und wir erwarten alle die nächste und letzte Zeremonie. Halt dich also vor allem aus den religiösen Angelegenheiten unseres Volkes heraus. Aber ich will doch nur zu den Moskibinos. Dazu musst du die Dienste des Fährmanns in Anspruch nehmen.
Er ist die einzige Verbindung zwischen den Inseln unter der Gaswolke. Frag mein Hausmädchen, sie wird dir sagen, was du tun musst. Okay. Ich habe ja gar nicht vor, mich hier groß in eure Religion einzumischen, aber wenn eure Religion meine Welt zerstört, ist das doof. Hi. Guten Tag. Ich finde das ganz gut, dass der Mönch den Jan bestraft hat. Den mag ich sowieso nicht. Der ist immer so fies zu mir und macht sich über mich lustig. Verstehe ich gar nicht. Vermutlich wegen deinem krausen Haar, oder? So, und du? Ich möchte zu den Moskibinos. Können Sie mir helfen? Ja, aber zunächst muss ich dich warnen. So. Haben wir das Ganze einfach mal kurz weggeswitcht? Alles klar. Dann müssen wir hier wieder raus. Komm, ich hau dich weg. So. Da ist wieder das Kleeblatt. Schutzzauber an. Meins. Ja. Schutzzauber aus. So. Wir haben zumindest ein weiteres Kleeblatt. So, jetzt wollten wir hier raus. Weil das sind hier die Pilze, ne? Ja. Njung. Ach komm, das ist doch jetzt langweilig. Ja. Kleeblatt. Haben wir wieder 4. So, wie kommen wir hier eigentlich wieder zurück? Das habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Verflucht. Komme ich mit dem Jetpack wieder zurück? Natürlich nicht. Nein. Jetzt haben wir gerade ein frisches Kleeblatt bekommen. Und was machen wir? Wir springen in die Lava. Toll. Super. Die Frage ist aber trotzdem, wie kommen wir hier wieder zurück? Können wir hier rüber hüpfen? Habe ich so weit die Reichweite? Hey, hopp. So, hier. Du bist schuld. Hallo. Der Mönch hat mich aus dem Chor geworfen. Das ist nicht fair. Ich hatte gar nichts getan. Also habe ich den Schlüssel zur Kapelle geklaut, ihn eingeschlossen und ihn meinem alten Vater gegeben. Alles klar, das hatten wir schon. So, okay, alles klar. So, ich muss jetzt zu dem Hausmädchen. Frage ist, wo ist das Hausmädchen? So, die war wahrscheinlich da hinten. Oder war die da? Hier waren wir, glaube ich, noch überhaupt nicht drin. Kann das sein?